Talita Kum. Habe ich das richtig gehört? War da Talita Kum? Talita Kumi, Talita Kum. Das habt ihr gerade gehört? Gibt's das immer noch? Talita Kum, Mädchen, steh auf. Vor 2000 Jahren, da war das doch aktuell. Und jetzt immer noch? Ich verrate euch was. Wisst ihr, zu wem Jesus diese Worte gesagt hat? Talita Kum, Mädchen, stehen auf. Zu meiner Oma. Ich bin die Enkelin von dem Mädchen, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wisst ihr, wenn Jesus das nicht getan hätte, dann wird es mich heute überhaupt nicht geben. Wahrscheinlich kennt ihr meine Geschichte schon, wenn ihr dieses Lied bis heute, sogar auf Aramäisch, hier dieses Wort Talita Kum noch kennt. Von daher kennt ihr meine Geschichte vielleicht schon, doch nicht meine Geschichte, die Geschichte von meiner Oma. Und ich möchte sie euch trotzdem nochmal, möchte ich euch mit hineinnehmen, euch davon erzählen. Mein Uropa, vielleicht habt ihr von dem auch schon gehört, der war Vorsteher in der Synagoge in Kapernaum. Der hatte die Aufgabe zu gucken, dass der Gottesdienst ordentlich läuft. Vielleicht war das ein bisschen, naja, meine Ansprechperson war der Hansi, vielleicht hat er, zumindest heute hatte er den Job, zu gucken, dass das mit dem Gottesdienst hier ordentlich läuft. Er war da der Vorsteher und er hatte eine Tochter in dem kleinen Ort in Kapernaum, eine Tochter, die war 12 Jahre alt und sie wurde immer kränker. Sie wurde krank und kränker und lag im Sterben und dann, als er da gerungen hat und da dazwischen war, zwischen Hoffnung und Bangen und was passiert, den hat er mitgekriegt, dieser Jesus kommt, dieser Jesus, und das ist nicht irgendeiner, sondern das ist ein Lehrer, ist da unterwegs mit seinen Freunden und er hat schon Wunder getan. Es ist schon passiert, wenn der gesprochen hat, dann sind Leute wieder gesund geworden. Und mein Uropa hat er immer wieder erzählt, er hat gekämpft mit sich. Verlasse ich meine sterbenskranke Tochter und gehe hin zu diesem Jesus und hoffe, er tut was, oder bleibe ich bei ihr, um sie im Sterben zu begleiten? Und er hat sich entschieden, gesagt, wenn es da eine Hoffnung gibt, dass sie gesund wird, ich gehe los. Und er ist losgerannt, natürlich, so schnell er nur irgendwie konnte, und er hat sich durchgeboxt. Kapernaum war kein so riesengroßer Ort, es waren schon viele Leute, aber so viele sind wir nicht in unserem Dörfchen hier. Und hat sich dann durchgeboxt, hat sich vor Jesus hingestellt und hat gerufen, meine Tochter liegt im Sterben, bitte hilf ihr, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und retze, damit sie weiterleben kann. Und was macht Jesus? Er sagt, ich komme mit. Der Jairus ist erleichtert, mein Uropa, und sie gehen miteinander langsam los, bisschen Leute ja schon da, alles bisschen viel los. Und auf einmal, während sie da laufen und der Jairus denkt, könnte noch ein bisschen schneller sein, es geht gerade um Leben und Tod, auf einmal bleibt Jesus stehen, dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und ich denke, ja, was weiß ich, so eine Masse und Jesus, wir müssen doch weiter. Und auf einmal kümmert sich Jesus um jemand anders. Das ist eine andere Geschichte, da ist er dann im Gespräch mit einer Frau und heilt ihn nebenher. Und mein Uropa hat immer wieder erzählt und dann stand ich da und dachte, schade eigentlich. Jesus kümmert sich um alle, nur nicht um mich. Kennst du das? Das Gefühl, Jesus kümmert sich um die anderen, er ist ganz für sie da, aber ich habe doch gesagt, Jesus, ich brauche dich. Der Jairus ist hier verrückt geworden, hat mit den Füßen getrampelt, hat gewartet und irgendwann war klar, es ist zu spät. Die traurige Botschaft ist gekommen, deine Tochter ist tot. Es kamen Leute zu ihm und haben gesagt, es ist zu spät. Deine Tochter ist gestorben, wieso solltest du den Lehrer noch länger belästigen? Du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Wärst du doch bei deiner Tochter geblieben? Haben sie nicht gesagt, das hat er gedacht. Es ist sie doch ohne ihren Papa gestorben. Es war vergeblich, sich auf den Weg zu machen zu Jesus Christus. Kennst du die Erfahrung? Die Erfahrung zu schreien in deiner Not und zu sagen, Jesus, tu was. Jesus, greif ein. Jesus, rette. Und die Erfahrung, Jesus tut nicht das, was du denkst, was so dringend passieren müsste, sollte.
Und wenn wir solche Dinge erleben, dann ist das ein Stich in unserem Herzen. Und wenn es etwas Größeres ist, ist es ein Loch und eine tiefe Verletzung in unserem Herzen. Und dann ist es etwas, was uns hindern wird, irgendwann wieder zu Jesus zu gehen, mit ganzem Herzen und mit Glauben und zu sagen, Jesus, ich bitte dich um das und das, weil dann Verletzungen da sind. Und ich immer denke, naja, Jesus, wahrscheinlich wird es doch nicht so. Es ist wichtig, diese Verletzungen ernst zu nehmen, damit zu Jesus zu gehen, immer wieder neu ihn zu fragen, Jesus, wie siehst du das denn? Was ist denn damals passiert? Du siehst mein verletztes Herz. Und Jesus, der hat zugehört, einfach zugehört, was da passiert und sagt dann, hab keine Angst, glaube nur. Sehr witzig. Jesus hat Humor, er kriegt deinen Mann gesagt, deine Tochter ist tot und die Antwort ist, hab keine Angst, glaube nur. Was heißt das? Aber doch hat der Jairus irgendwie gemerkt, vielleicht kann Jesus doch immer noch was tun. Und ich hat emotionale Achterbahn ohne Ende. Und dann ging alles ganz schnell. Jesus hat gesagt, Petrus, Jakobus und der Johannes, ihr drei, ihr kommt jetzt mit, wir gehen jetzt los. Der Jairus mit, schnellen Schrittes, also endlich mal ein bisschen schneller war Jesus unterwegs. Kommen sie, laufen zum Haus von dem Jairus und von meiner Oma. Und da war Aufregung, Riesentumult. Bei uns ist es nämlich so, da gibt es Klageweiber. Wenn jemand gestorben ist, wenn was Schlimmes passiert ist, dann sind Leute und die schreien und klagen und weinen mit, so richtig laut. Damit hört man dann das Schreien und Klagen von den Leuten, die betroffen sind, gar nicht so laut. Und die haben einen Rahmen, wo sie sich einklinken können in ihrer Not. Ich habe mal gehört, bei euch wäre das ganz anders. Wenn ihr traurig seid, wenn ihr, wenn es euch zum Schreien ist, dann schreit ihr oft gar nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Dann seid ihr eher ruhig, weint vielleicht für euch selber. Miteinander zu weinen ist schon eine große Herausforderung, aber womöglich miteinander zu klagen und Gott zu sagen, was passiert denn da, was tust du da? Miteinander zu weinen, zu schreien. Also wir können das ganz gut, manchmal ist es nervig. Und stellt euch vor, es gibt sogar noch Flöten, so richtig hohe, fürchterliche Töne. Flöten, wo damit pusten und flöten. Aber es drückt aus, was in unserer Seele ist und was uns verreißt immer wieder. Und es ist ein Boden, wo hinein dann auch Trauer möglich ist. Und Jesus? Jesus Christus, er geht hinein in das Haus und sagt, was macht ihr eigentlich für ein Geschrei hier? Wieso heult ihr denn hier? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Hä? Jesus, bist du eigentlich blind? Naiv? Was passiert denn hier? Du Träumer, Jesus. Und die Leute haben ihn ausgelacht und gesagt, Jesus, komm doch mal bitte an in der Realität. Sie zeigen mit dem Finger auf ihn und denken, was ist das denn für ein Lehrer? Ich fühle mich gar nicht so richtig ernst genommen von dir, Jesus Christus. Jesus Christus ist aber nicht beleidigt. Ich glaube, das wäre ich. Aber er sagt, jetzt geht doch mal alle raus. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber er hat alle Leute erstmal rausgeschickt. Nur die Eltern, meine Uroma, mein Uropa, und die drei Jünger und Jesus sind zusammen da geblieben. Und dann geht er hin zu diesem Mädchen, zu meiner Oma. Es ist Stille in diesem Raum. Totenstille, andächtige Stille. Der Papa Jairus, dem zerreißt es das Herz. Es ist das erste Mal, dass er dann sein totes Kind sieht. Jesus kniet sich hin, nimmt die Hand von diesem Mädchen und sagt, Talita Kum. Es ist Zeit aufzustehen, Mädchen. Und in diesem Moment macht das Mädchen die Augen auf. Es steht auf. Und Mama und Papa gucken ihr Mädchen an, starren, kriegen den Mund nicht zu, gucken zu Jesus, gucken hin und her, fangen an zu schreien, nehmen ihr Kind in den Arm und merken, ihr Kind lebt. Als ein bisschen beruhigt hat, sagt Jesus, erzählt bitte niemand davon. Super, oder?
bei allem, was passiert ist. Draußen sind die Klageweiber und alles miteinander, aber erzähl doch bitte niemand davon. Wie soll das denn gehen? Natürlich wusste Jesus, es ist gefährlich, wenn sich das große Runde macht. Es gibt andere, die gern König der Juden sein wollen. Da ist der Herodes, der sagt, ich bin doch der Herr, und alle anderen, wo ihm da in der Nähe kommen, sind, ist gefährlich. Aber wie sollte man sowas verschweigen? Und das hat meine Oma immer wieder erzählt, was dann Jesus noch getan hat. Und das war so hilfreich, weil es so praktisch und gut war. Jesus hat gesagt, gib dem Mädchen was zu essen. Auf einmal konnte sie sich hinsetzen, hatte ein Stück Brot in der Hand, konnte was tun und wurde nicht einfach nur angegafft, sondern war ein bisschen, die war ja selber total, wusste nicht, wie ihr passiert. Und auf einmal konnten sie am Tisch sitzen, miteinander essen, konnte alles ein bisschen runterkommen und sie kamen wieder zusammen. Und ich weiß nicht, wie oft in unserer Familie diese Geschichte erzählt wurde, immer, immer wieder. Und immer wieder hieß es dann Talita Kum. Und nicht nur bei uns in der Familie, auch bei uns in der Gemeinde ist das ein fester Begriff. Und ich vermute, deshalb hat es das auch bis in eure Bibel gepackt, dass es auch da auf Aramäisch steht. Talita Kum, steh auf, kleines Mädchen. Ich habe mir überlegt, was kann das denn heißen oder wie ist das denn? Ich habe es euch vorher schon kurz erwähnt. Wenn Jesus so an meiner Oma nicht gewirkt hätte, dann gäbe es mich heute nicht. Überleg doch mal, wer sind die Menschen, an denen Jesus gewirkt hat und ohne die heute du nicht hier sitzen würdest? Vielleicht möchtest du ihnen mal wieder Dankeschön sagen und Jesus Dankeschön sagen für das, wie er andere Menschen berührt hat, die dir dann wieder das Evangelium oder die Tür geöffnet haben, dass du heute hier sitzen kannst. Und dann denke ich dran, wie das denn weiterging mit unserem Herrn Jesus Christus. Das war ja noch bevor er da gestorben und auferstanden ist. In dieser Zeit war das. Aber es war gar nicht so viel Zeit später. Da hing er selber am Kreuz und ist gestorben. Und 3 Tage später ist er auferstanden und hat wieder gelebt. Und von daher haben wir gemerkt, dass was Jesus da an meiner Oma getan hat, das war ein Vorbote, also ein kleines Zeichen für das Entscheidende, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Talita Kum, für uns ein feststehender Begriff, war es damals. Und immer wieder, wenn wir in Not sind, irgendwas, was auch immer es ist, dann sagen wir uns gegenseitig Talita Kum im Namen von Jesus Christus. Und ich muss euch leider enttäuschen, nein, wir erleben nicht immer so Spektakuläres, wie damals meine Oma erlebt hat. Manches Mal, da sagen wir das, da beten wir das und da glauben wir das und es passiert von nach unserem Empfinden überhaupt nichts. Aber manchmal sprechen wir dieses aus, Talita Kum, und wir merken, wie Jesus Christus Menschen aufrichtet, wie sich Leben verändert und Leute wieder ins Leben hineinkommen. Zeichen der anbrechenden Herrschaft Gottes. Wir sind noch nicht in der neuen Welt, aber wir sehen heute schon, wie das Reich Gottes mitten unter uns am Wirken ist. Darf ich dich fragen, wie es dir geht im Moment, in dieser Zeit? Wo ist bei dir Zeit zum Aufstehen? Wo sind deine Blockaden, die dich am Boden liegen lassen und dich hindern? Vielleicht hast du ein körperliches Leiden? Vielleicht ein seelisches? Vielleicht einfach zu viel Last? Vielleicht merkst du, ich kriege mein Denken einfach nicht klar und wann immer das und das passiert, dann falle ich wieder um. Ich krieg's einfach nicht. Ich komme nicht auf die Beine, ich bleib liegen. Vielleicht ist es eine seelische Überlast. Und da hinein spreche ich Talita Kum. Und nicht, weil ich finde, du solltest dich doch jetzt endlich mal zusammennehmen und anstrengen. Nein, das Mädchen war tot. Es konnte nicht. Jesus Christus musste eingreifen, damit dieses Mädchen auferstehen konnte und wieder das Leben ergreifen konnte. Und so rufe ich es zu dir. Nicht, dass du irgendwas tun müsstest,
außer zu sagen, ich höre diesen Ruf Jesu, mitten hinein in mein Leben, wo ich am Boden liege, Talita Kum, es ist Zeit aufzustehen. Und normalerweise sind ja wir Frauen diejenigen, wo immer die in der männlichen Form uns dann mit eingeschlossen fühlen. Wann immer ich jetzt sage, Mädchen, steh auf, darfst du als Mann genauso hören, Junge, steh auf. Mal ist mal andersrum, das fand ich ganz nett. Manchmal gibt es Dinge, die triggern uns an. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. In meinem Leben gibt es das immer wieder. Da merke ich, bin in einer Situation, bin fröhlich und wie ein Was und dann triggert irgendwas. Manchmal blicke ich so und ich merke, das hat was mit meiner Kindheit zu tun, mit dem kleinen Mädchen in mir. Und dann haut es mich um und ich bin nämlich unmöglich, bin unfreundlich und verletzt und beleidigt. Und auch da hinein ruft Jesus, Talita, komm, Mädchen, steh auf. Was du in deiner Kindheit erlebt hast und wie du damals reagiert hast und wie das vielleicht ganz hilfreich war, die Zeit ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, wo du als erwachsene Person, in der Jesus Christus lebt, mit Dingen umgehen kannst, in neuer Weise. Auch dem Kind in dir gilt dieser Satz, jetzt steh doch endlich auf. Es ist Zeit aufzustehen. Nein, jetzt steh doch endlich auf nicht. Nein, 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 dann würden wir ja wieder tun. Sondern der Ruf Gottes, Talita Kum, Zeit zum Aufstehen, kleines Mädchen. Du darfst groß sein, erwachsen, echte Freude erleben, frei sein von der Gefangenschaft deiner Geschichte. Ich werde gleich beten mit uns und ein paar Schritte mit uns gemeinsam gehen. Und jeder von euch, der das möchte, kann diese Schritte mitgehen. Ich werde euch gleich rufen im Namen von Jesus Christus, Talita Kum, Zeit zum Aufstehen. Und du wirst dann gleich die Hände öffnen können, wenn du das möchtest. Darfst du das hören und dann gucken wir mal, was Jesus tut. Und vielleicht merkst du dann, das langt aber noch überhaupt nicht. Und du merkst, so wie der Jairus zu Jesus gerannt ist, brauchst du noch Hilfe und Unterstützung. Dann schnappt dir irgendjemand hier im Raum oder der sonst nahe steht und sagt, du, renn für mich zu Jesus, renn für mich zu Jesus, so wie der Jairus, und sag, ich brauche ihn, ruf ihn mit mir, dass er kommt zu mir hinein in meine Not. Und dann wird die Person gemeinsam mit dir hören, hab keine Angst, vertraue nur und wird dir vielleicht so rufen, Talita Kum, Zeit zum Aufstehen. Und dann dürfen wir gespannt sein, was Jesus Christus tut. Vielleicht merkst du auch, in dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, ich habe die ganze Zeit jemand vor Augen, wo ich denke, ich wünschte der Person so sehr, dass sie ins Leben zurückkommt. Was auch immer die Herausforderung dieser Person ist, körperlich, seelisch, geistig, geistlich, vielleicht kann sie einfach nicht glauben. Vielleicht ist es eine Person, die Jesus dir jetzt gerade vor Augen malt, weil Jesus Christus lebt in dir und er hat uns gerufen, dass wir in seinem Namen losgehen und Talita Kum rufen. Wisst ihr, das war, nachdem Jesus das getan hat, ist das immer wieder passiert. Da muss ich jetzt immer aufpassen, es geht nicht um Talita, sondern um Tabitha. Der Petrus in der Apostelgeschichte 9, können wir das nachlesen, in Joppe hat die gewohnt, eine ganz tolle Nachfolgerin Jesu, hat immer Sachen genäht für die anderen, war für andere Leute da, eine große, mit großem Herz eine Nachfolgerin und sie ist gestorben und da war es ganz genauso, da waren die Leute, die geklagt und gejammert haben und sich miteinander getrauert haben und irgendjemand ist losgerannt und gesagt, der Petrus ist in der Nähe, den brauchen wir und hat den Petrus geholt und zusammen mit dem Petrus sind sie dann rein. Was hat der Petrus gemacht? Das gleiche wie Jesus, hat erstmal alle fortgeschickt, hat er genau gesehen von Jesus, wusste ja, wie geht es denn, hat sie rausgeschickt, hat sich hingekniet, er hat gebetet und hat dann gerufen, hat dann gesagt, Tabitha, steh auf. Praktisch Tabitha, Talita Kum. Es ist Zeit zum Aufstehen und sofort sind ihre Augen geöffnet worden, sie hat Petrus gesehen, und sie konnte wieder leben. Sorry. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin. Sie ist in einer ganz schwierigen Situation und sie fühlt sich wie eine kleine Maus unter lauter Löwen.
Und sie hat mir manches erzählt. Und ich glaube, wir haben manches auch ein bisschen Hilfreiches, haben wir hin und her an Ideen gewälzt. Und während unserem Spaziergang irgendwann habe ich zu ihr gesagt, darf ich dir erzählen von meiner Oma? Naja, oder eigentlich von meinem Jesus. Und ich habe ihr erzählt von Talitha Kum und wie ich erlebe, wie Jesus mich ruft immer wieder neu, Talitha Kum, Zeit zum Aufstehen. Und ich habe es ihr gesagt und auf einmal konnten wir beten und sie konnte sagen, ich stehe auf. Einen Tag später hat sie mir, wo ich ihr wieder begegnet bin, hat sie gesagt, stell dir vor, in meiner Not ist Veränderung passiert. Auf einmal konnte ich Gutes erleben. Talitha Kum, es ist Zeit aufzustehen. Wir werden gleich beten miteinander und ich werde euch fragen, wer ist die Person, zu der Jesus dich ruft, um ihr zuzurufen, Talitha Kum, es ist Zeit aufzustehen. Erstmal zu Jesus rennen, wie es geht, haben wir ja jetzt gelernt. Zuerst wir rennen zu Jesus, wir dürfen hören von ihm. Hab keine Angst, glaube einfach, glaube nur, vertrau mir. Und dürfen im Namen Jesu rufen, Talitha Kum, und gucken, was dann passiert. Und ganz zum Schluss, vielleicht hast du auch die größere Situation unserer Welt vor Augen, unsere politische Situation, all die Kriege, in denen die um uns rum gerade toben, schwierige Situationen, vielleicht auch hier bei euch im CVM, in eurem Freundeskreis, irgendwas Großes, wo es nicht vorwärts geht. Und was wir zu tun haben, haben wir ja schon gelernt. Wir rennen zu Jesus und sagen, Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Wenn es ein bisschen länger dauert, dann wissen wir, Jesus wird rechtzeitig kommen. Wir wissen, manches Mal wird unser Gebet nicht erfüllt werden, aber das wird uns nicht hindern, weiter zu rufen zu Jesus Christus und ihn zu bitten, dass er kommt und da hineinzurufen, Talitha Kum, es ist Zeit aufzustehen.